Willkommen zurück, liebe Leute, zu FIFA 19. Karrieremodus mit Sonnenhof Groß Aspach. Wir sehen hier in der Tabelle, wow, mit dem Sieg, wir haben ein Spiel weniger. Können wir rechnen, machen wir ein bisschen nach. Oh ne, viele haben nur 10 Spiele, macht keinen Sinn, wir gucken es danach. Und gehen direkt rein zum Aufsteiger-Duell gegen VfR Aalen, unsere Bekannten aus der dritten Liga. Ich weiß nicht so recht, ob die vor uns oder hinter uns waren, das habe ich alles nicht mehr so gut in Erinnerung. Und ich finde, wir geben heute mal den Herrn Fink eine Chance, sich zu bewähren. Und Manu Geister, ah, die sehen gut drauf aus. Aber irgendwie habe ich mal so ein Händchen für Thermann und der wird uns den Sieg bescheren. Nee, ich meine nicht Thermann, ich meine Tempelmann. Thermann kommt jetzt auch mal rein gegen Choroba. Und Bagayoko hat ein bisschen rumgemeckert. Meinetwegen können wir den gerne verkaufen, das macht nichts. Und ich finde Klein, den könnten wir vielleicht eine Chance geben. Und gönnen Wegner mal eine ganz große Pause. Bagayoko machen wir mal rein, damit diese Leute auch mal ein bisschen rankommen wieder. Sauerland. Für Gehring. Pass auf, und dann fällt ein Verteidiger aus, ein Innenverteidiger. Ich bin mir sicher. Ich frage mich die ganze Zeit, was ihr so komisch nachhalt. Es ist das altbekannte Problem mit dem Kopfhörer. Ich muss es mal kurz umstecken, während ihr diese wunderschöne Intro-Melodie gleich hört. Boah, guter Abschluss. Boah, schlechter Abschluss. Boah, Megaschuss. So. In Kürze seht ihr diese Leute laufen. Ganz toll. So, die Musik bitte. Musik an. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, im Stadion von VfR Aalen. Hey, wir sind in Town Park, in Stadtpark, wieder mit den Blocks. Mann, Mann, kann man sein Stadion eigentlich verändern? Ich weiß es gar nicht. Offensiv schwächste Vereine, VfR Aalen, Platz 18. Ich glaube, letzter ist das. Aber wir haben ja auch gegen Magdeburg verloren. Jetzt gegen Magdeburg, ich mag den Verein tatsächlich ziemlich gerne. Wir wissen, wir können mit schlechten Mannschaften, sag ich jetzt mal, vermeintlich schlechteren Mannschaften können wir nicht umgehen irgendwie. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das heute anders wird, aber wahrscheinlich halten wir die Serie und schaffen gar nichts. Und müssen uns wieder hier aufregen. Immer nur aufregen. Ja, komm. Seht ihr, sie fangen schon an, auch wenn das ein ziemlich schlechter Schuss war. Die immer auf Legende. Übrigens, ihr kennt ja den guten alten Super Nintendo, ne? Ja, Alter, die steht voll offensiv hier. Da gab es auch so ein Fußballspiel, das habe ich immer gespielt. Da gab es auch einen Hallenmodus. Soccer Shootout oder so hieß das. Oh. Nein, ich hab's verdaddelt. Ah. Geisler wollte ihn nochmal reinhauen. Gut abgefangen, Manu. Schöner Pass. Combination. Tempelmann. Fast, würde ich sagen. Fast. Hey, schieß doch! Ich wollte von Weitem aufs Tor zimmern. Er hat einfach nicht geschossen. Ihr habt das gesehen. Er hat geladen, der Balken. Weiß nicht so recht, warum er das jetzt nicht gemacht hat, aber er hat wohl seine Gründe dafür gehabt. Oh, Entschuldigung. Ich wollte ihn eigentlich schicken und dann wollte ich den Pass spielen. Gut, der Geier hat aber geklärt. Das war ein mega cooles Spiel. Das war auch ziemlich spannend. Und! Oh! Der ist drinne! Oh mein Gott, der ist drinne! Baku! Oder Manu? Keine Ahnung. Manu! Die Nummer 10. Unser Spielmacher, würde ich jetzt mal sagen. Der ist schnell, der hat Technik und so. Ich finde, das ist ein geiler Spieler, selbst mit der 67er Wertung oder was. Und ein schöner Schuss ins lange Eck. Was von der Seite sowieso beides ein langes Eck wäre. Ja, auf jeden Fall pixelige Grafik und so. Aber das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Solltet ihr mal reinziehen. Würde ich gern mal wieder spielen tatsächlich. Das habe ich immer mit meinem Kumpel, mit dem ich auch
das war mein bester Freund damals. Mit denen habe ich ja alles Mögliche gespielt. Dragon Ball Z, Budokai Tenkai, Budokai 3, nicht Tenkaichi. Das fand ich viel besser als Tenkaichi. Tatsächlich. Oh, weg damit. Okay, zack. Ah, Mist. Ich wollte in die andere Richtung. Ich habe nur vergessen. Und so, und da haben wir uns, ich erinnere mich doch an unser heftigstes Duell in dem Spiel. Da war eine Halle und wir haben vom Weiten immer geschossen und so. Weil wir immer wollten, dass, wir wollten dann immer ein Tor machen. Ja, warum läufst du eigentlich auch nicht da lang? So, warum läufst du in Refeld rein? Das macht doch keinen Sinn, Geißler. Bär. Lasseter. Und, wow. Er schickt den Spieler, der doch ziemlich schnell ist. Aber Burger hat aufgepasst. Unser eigentlicher Nachwuchs-Innenverteidiger, den wir extra nach außen schicken. Na, weil er ein bisschen spielen wollte und wir ihn nicht verlieren wollen. Oh, Mist, ich wollte ihn durchschicken da am Ende. Da, den Manu mal wieder. Heute sein Spiel, oder was? Oh, oh, schade. Und das war total das krasse Duell. Das habe ich so richtig eingeprägt in meiner Erinnerung so. Ist das auf den Nintendo Classic drauf? Super Nintendo Classic drauf? Ich glaube nicht. Warum sollte? Wäre aber ziemlich geil. Da gab es einen deutschen Spieler, der sollte Müller heißen. Also die hatten so Fake-Namen, so wie bei einem anderen Spiel. Das nicht so gut ist wie FIFA. Falls sich jemand aus der letzten Folge da so angegriffen gefühlt hat oder so. Dass ich über PES geredet habe. Damals war es halt das A und O für mich. Bis FIFA 7. Danach fand ich alles doof. PES 2004 war das Einzige, was ich gut fand damals. So. Also, und die Vorgängerversion. Was wollte ich jetzt? Also ja, da hieß der statt Müller Müffler und so ein Scheiß. Das fand ich ziemlich witzig. Sehr unterhaltsam. Muss man so sagen. Oh, wow, wow, wow. Geißler mit dem Ballverlust. Konter, Sessa, was? Das war ein guter Trick von Trianni. Aber Thermann hat aufgepasst. Haben wir da ein glückliches Händchen bewiesen heute? Ich? Hab dich lieb. Sorry, Kinderspielzeug. Und, oh, Bernhard. Bernhard, ganz hart wie er ist. Hält den Ball einfach. Geißler, wieso stehst du überhaupt da drinnen? Oh, Mist. Ich brauche noch eine Trophäe, mit einem Verteidiger so ein Tor aus der zweiten Reihe zu schießen. Da muss ich wahrscheinlich mit Naldo schießen, glaube ich, oder so. Sonst wird das nix. Hallo. Das war nix. Das war nix, Schiri. Pass mal auf. Hey. 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 Hä? Wo ist der Ball? Oh, verdammt. Wow. Ja, auf jeden Fall. Das war das. Das war so ein Fußballspiel. Und es gab auch so ein so ein Gameboy-Spiel. Ich war früher im Krankenhaus und da hatte jemand so ein Fußball-Gameboy-Spiel. Und der so, boah, voll schwer und so. Schade. Und ich habe das dann auf dem Gameboy gespielt und ich gewinne so 10-0 und so. Der hat dann so, ich so, ja, ich habe hier 10-0 gewonnen und so. Und der so, boah, wie hat er das denn gemacht quasi? Und die Eltern auch von dem, ich weiß das noch. Und das war einfach so, man konnte da irgendwie an der Außenlinie einfach langlaufen. Und, schön gemacht. Oh Mist, hätte ich doch mal lieber gepasst. Ich wollte so ein bisschen eigensinnig sein. 1-0 ist immer gefährlich und ich fühle mich hier zu sicher. Es war so an der Seitenlinie irgendwie Dings und dann konnte ich da einfach irgendwie ins Tor schießen. So, und, war so voll normal für mich, so das zu gewinnen. Und der so, boah, der hätte sein Gesicht sehen sollen. Der hätte es jetzt genauso lustig gefunden wie ich damals. Das war Befriedigung, weil ich hab's denen dann auch nicht gesagt, wie ich es gemacht habe. Ne? Natürlich nicht. So, komm, lauf. Thermann. Schön. So, komm.
Hä, was ist das denn? Was war das denn? Nicht zu dem. Der sah doch verdächtig nach Abseits aus. Der hat ganz viel Talent, der Junge. Habt ihr es gelesen? Talent. Talentvoll, der Junge. Hier, Sauerland. Tun wir mal rein für Thermann. Klein, ist schon schnell. Wir probieren es trotzdem mal. Für Bigeike den Klein. Herr Klein. Unser Nachwuchs-Stürmer-Talent. Die deutschen Stürmer sind ja sowieso in der Regel, wenn man das mal so sagen darf, meist gar nicht so gut. Sind okay. Aber es gibt irgendwie, ich habe das Gefühl, andere Länder haben da ein bisschen mehr Talent, was ich sehr bedauerlich finde. Oh, verdammt. Los, komm schon. Die Mauern ganz schön. Oh, komm, einfach zu dem. In der Mitte. Oh, nein. Ja, so unzufrieden darf man nicht sein eigentlich, ne? Also, aber doch, es gibt schon echt wenig Top-Stürmer in Deutschland. Also, ich meine, ihr könnt mich ja gerne eines Besseren belehren, aber ich habe so das Gefühl... Oh, verdammt. Ich habe den einfach durchlaufen lassen. Njau! Ristel hat daneben geschossen. Zum Glück. Zum Glück, muss man sagen. Leist. Hüseng. Baku. Schön auf Fink, der den Ball annimmt wie... C-Jugend. Ach, Mann. Das war ein schlechter Pass. Finell nach vorne auf. Boah. Triani, der macht ein bisschen Welle da. Boah, zum Glück schießt er. Der macht Welle, aber dann macht er auch alles falsch. Zum Glück. Mal wieder. Los. Und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht mit euren ersten Fußballspielen und so? Damals, da gab es noch Duelle. Ich kann mich nur an ein NES, also NES, Spiel erinnern, so mit so komischen Männchen, die Fußball gespielt haben. Das war das erste Fußballspiel, an das ich mich erinnere. Komm, Alter, Baku. Gib's der Verteidigung. Ganz nach durch. Ach, komm schon. Keine Chancen hier mehr. Irgendwie bin ich der Chancentod hier. Auch wenn ich ein Tor geschossen habe. Oh, gut gemacht, Klein. Schön durchgesteckt. Klein auf Sauerland. Schön wieder raus zu Klein. Und dann... Oh, Baku steht da nicht. Mist. Oder stand falsch. Konnte sich da nicht durchsetzen. Die Flanke kam nicht perfekt. Schon ist es kein Tor. Sessa. Mit dem langen Ball auf... Manu fängt den ab. Der macht sogar in der Verteidigung die ganzen Sachen. Der klaut denen ihre Jobs. Verdammt. Scheiße. Ich hätte mal abbrechen sollen. Bär. Funk. Funkt auf Bär. Der Fennel. Gut verteidigt. Tatsächlich. Ganz raus auf Sauerland. Der schickt... Den Geißler, der läuft über außen, durchgetunnelt. Ja, schön weitergespielt. Oh, verdammt. Ah, das ist zu eng hier schon wieder. Oh nein, Baku, komm, ja. Da setzt er sich durch. Oh, schade, ich dachte, er kann mal so ein Solo starten. 73er Wertung hat der Junge ja schon. Untere Erstliga-Reife hier. Rein wertetechnisch, natürlich. Büyüksakaria. Geier, Lassiter. Rissel. Lemmel. Raus auf. Oh nein, das ist nicht gut. Bär. Broll. Wie wär's mal wieder mit zu null? Ja, das wäre doch eine ziemlich gute Idee. Schießen wir ihn einfach da durch. Da ist die Nummer. Da ist der Kleine. Jetzt setzt er sich durch. Mit dem Trick. Oh nein. Wo ist der denn auch hingegangen, der Junge? Er rennt auf einmal zurück in die Verteidigung. Hat er keine Augen. Hat er nicht Auge gemacht, so ein bisschen. Also nicht geguckt. Sauerland. Schön in die Mitte. Und. Oh, ein gelber.
Ach, komm schon. Hätte er sich da durchgesetzt aus Versehen, dann wäre das ziemlich gut geworden. Und schön durch, schön durch. Und 2-0, Manu, woo. Ah, schön rausgespielt. Mit dem Doppelpass. Zack, schön da nochmal rangekommen, dann durchgesteckt von Baku. Und er hätte sogar noch abgeben können auf die 9, aber er macht es lieber selbst. Heute hat er richtig Bock. Spieler des Tages. Steht schon fest quasi. Er ist mit seinem Zaubertor. Und dann mit einem zauberhaften Tor einfach. Zack. So, jetzt müsst ihr euch schon ein bisschen... Ich hätte mal ein bisschen... Oh Mist, ich habe aus Versehen auf Torwart gestellt. Das sollte mal ein bisschen wechseln. Geißler. Fair. Tempelmann sieht echt böse kaputt aus. Schnellbacher. Tempelmann, der ist ja eh ein Wechselspieler. Bagayoko vielleicht. Ach so, ich kann gar nicht mehr wechseln. Warum sagt mir das Corner? Wow, weg damit. Oh, blub. Was passiert? Ach so, ich hab Freischuss. Dachte, ich hab schon irgendwie gefoult. Fink. Ja, Anton Fink. Und einmal durch und dann war das mal gut rausgespielt. Und dann nutzt er die Chance nicht. Da können wir mal sehen, wie wir uns weiterentwickelt haben. Wir spielen... Oh, Mist. Gewinnen jetzt einfach mal... Wieso hat er den Pass so gespielt? Na gut. 3-0 gegen... 2-0 meine ich bis jetzt gegen VfR Aalen. Als wäre das nichts. Voll integriert in Liga 2. Los, Broll. Und Broll. Vielleicht kehrt er jetzt zu alter Stärke zurück. Und er schießt ihn einfach durch. Baku. Mist. Oh, durchgesetzt. Guter Junge. Nochmal, nochmal da. Oh. Verdammt. Oh. Gereski. War das mal unserer? Das war doch mal unserer. Guck mal, der läuft immer noch, obwohl wir 2-0 führen, der Junge. Ah, schade. Oh, verdammt. Oh, Klein. Schade. Ich bin zufrieden mit dir, Klein. Du hast ganz gut gespielt heute. Ja. Hüsing. Nein, 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 nein. Wow. Er wollte noch hinrennen. Er war eindeutig im Aus. Und er so, oh, der Ball ist wieder im Feld. Leist raus auf. Klein. Klein. Oh, schade. Ich wollte ihn mal so richtig durchschicken. Schade. Gucken wir uns nochmal das Tor von Manu an. Das war wunderbar. Haben wir ihn geschickt und er so, pfuh, bam. Da konnte der Torwart auch nichts mehr machen, ey. Schön rein. Schöner Pass. Er so, ah, ich bin die Nummer 10. Und Schuss und Tor. Perfekt. Perfekt, perfekt. Spezialbewegung. Hat er eine gute Spezialbewegung gemacht? Nein, das war ja gut, war okay eigentlich. Bin nur in die falsche Richtung gelaufen, weil ich eigentlich in die andere auch wollte. Fehlschuss, Fehlschuss. Aber das zweite Tor. Nochmal mit der schönen Kombo. Bam, genau perfekt rum und er so. Schöner Abschluss. So, weiter geht's. Boah, Schluckauf vom Essen gerade. Ich habe immer irgendwie Schluckauf, wenn ich hier aufnehme. Keine Ahnung, wieso. Schluckauf und muss irgendwie so. Immer esse ich und trinke ich vorher was oder so. Das ist so mein Ritual. So, und das nächste Mal ist Pokalspiel wieder angesagt. Gegen Erzgebirge Aue. Aue Weiher. Jugendbericht. Scouting-Bericht für diesen Monat. Oh, der Graf und der Hase und der... Oh, der hat hier... Achso, der geht zu. Der geht schon weg. Der hat ordentlich Potenzial, der Junge. 77. Hm. Herr Albrecht. Falke. Ja. Bla, bla. D-d-d-d.
Pokalspiel, das wäre ziemlich finanziell eine ziemlich gute Quelle jetzt, damit ich Baku endlich mal verlängern kann hier. Weil sonst haut er uns ab. Ich habe kein Geld mehr. Haben wir da irgendjemanden? Na gut, egal. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, wenn das Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue vor der Tür steht. Wie Geike braucht kein Tor, Mann. Der soll einfach nur gut spielen, okay? Vorlagen kann er gerne machen. Okay, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein und tschüssikowski!